Lieber Ulrich Sieberg, meine sehr geehrten Damen und Herren, Radfahren ist wunderbar. Und das sage ich nicht nur, weil ich aus Münster komme und Bundesumweltministerin bin. Sie alle, die Sie im Radverkehr engagiert sind, wissen das. Und Sie sehen wahrscheinlich auch, dass sich aktuell eine ganze Menge für den Radverkehr bewegt. Sehr auffällig sind die Pop-up-Radwege in vielen Städten Deutschlands. Sogar Wien hat sich diese zum Vorbild genommen. Auch wenn sie vielfach zeitlich parallel zur Corona-Pandemie eingerichtet wurden, so ist der eigentliche Grund doch der Gewinn an Sicherheit. Das hätte man hier und da in der Begründung vielleicht noch etwas deutlicher herausstellen können. Die Klage eines Abgeordneten gegen die Pop-up-Radwege ist dennoch kleinkariert und widersinnig. Kein vernünftiger Mensch kann etwas gegen mehr Sicherheit für Radfahrerinnen und Radfahrer und im Straßenverkehr insgesamt haben. Ich gehe deshalb auch davon aus, dass diese Radwege Bestand haben werden. Das A und O für mehr Radverkehr ist mehr Sicherheit. Und von mehr Radverkehr profitieren am Ende alle, auch die Autofahrerinnen und Fahrer. Sie stehen vor allen Dingen deshalb im Stau, weil es zu viele Autos und noch zu wenig Radfahrende gibt. Wir wollen genauere Vorstellungen davon entwickeln, wie die Straße, die Kreuzung und der öffentliche Raum anders und damit meinen wir klimafreundlicher und menschengerechter gestaltet werden können. Und genau deshalb passt dieses ADFC-Symposium für innovative Radverkehrslösungen so hervorragend in diese Zeit und zu unserer Arbeit. Sie werden heute diskutieren, was möglich ist, gezeigt wird, wie Städte und Gemeinden in anderen Ländern dem Fahrrad mehr Fläche und Vorrang eingeräumt haben. Sie werden auch von Erfahrungen deutscher Vorreiterstädte hören oder vielleicht sollten wir sie Vorradlerstädte nennen. Ob Mini-Hollands und modale Filter in London, Superblocks in Barcelona oder geschützte Radwege in den USA, vielfältige und innovative Instrumente zeigen, dass es geht und wie es geht. Unsere Städte und Gemeinden können fahrradfreundlicher werden. Ich freue mich auch, dass der ADFC dazu die Debatte angestoßen hat. Debatten, bei denen es auch mal hochherging, wie ich gehört habe. Aber dieser Austausch ist wirklich wichtig. Davon sollten sich viele Kommunen inspirieren lassen. Unser gemeinsames Ziel ist es doch, möglichst viele Menschen aus dem Auto auf das Rad zu bringen. In einer lebenswerten Stadt sind die Menschen weiter mobil, aber anders, also weniger mit dem eigenen Auto. Es gibt mehr Raum für Grünflächen und Parks, mehr Raum für die Menschen. Täglich müssen wir feststellen, dass die Flächenverteilung ungerecht ist. Ein Großteil des öffentlichen Raums gehört dem Auto, dem berüchtigten Stehzeug. Weniger Platz für Autos und Parkplätze bedeutet mehr Raum für platzsparende Mobilität und mehr Platz für Menschen, für Spiel, für Sport, für Freizeit und zum Verweilen. Auch für wirtschaftliche Betätigung. Denken Sie nur an Außengastronomie, gerade unter den aktuellen Corona-Bedingungen. Flächen umzuwidmen und neu aufzuteilen ist daher ein ganz zentrales Anliegen meiner Politik und deshalb fördern wir das Projekt InnoRad. Deshalb fördern wir auch das Projekt Maßnahmen zur Umwidmung von Verkehrsflächen, für das wir vielleicht noch einen schöneren Titel finden müssen. Das wird Ihnen heute vorgestellt und vielleicht fällt Ihnen ja einer ein. Ich will auch nicht unerwähnt lassen, dass sich das Umweltministerium für modellhafte Radinfrastruktur stark macht und sie in den Kommunen fördert mit bis zu 90%. Im Klimaschutzpaket der Bundesregierung werden 900 Millionen Euro zusätzlich für den Radverkehr bereitgestellt. Insgesamt sind es zwischen 2020 und 2023 1,4 Milliarden Euro. Drei Punkte zum Abschluss, die mir wichtig sind. Erstens wünsche ich Ihnen und uns allen den Mut zu einer echten Verkehrswende. Lassen Sie uns das gemeinsam angehen. Ich erwarte zweitens eine Straßenverkehrsordnung mit wirksamen Strafen für Raser und einer höheren Priorität für Rad, Fuß, ÖPNV und Carsharing. Und schließlich muss das Fahrrad zu einem Grundpfeiler in unserer Alltagsmobilität werden. Und last but not least, ein sehr herzlicher Dank an den ADFC, einen verlässlichen und engagierten und beharrlichen Partner über Jahrzehnte. Und nun freue ich mich, wie Sie alle vermutlich, auf eine mutige Bürgermeisterin. Liebe Anne Hidalgo, ich bin sehr gespannt, was du berichtest. Ihnen allen wünsche ich viele Ideen und gute Erkenntnisse auf dieser Konferenz. Ganz herzlichen Dank.